Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evoland. Beim letzten Mal sind wir hier in die haben wir einen Namen hierfür? Der steht hier irgendwo in eine Mine gegangen und sind auf Kairis getroffen. Und dieses Mal versuchen wir mal durch die Mine hindurchzulaufen. So, aber zuerst möchte ich die Skavens hier rausnehmen und den Torquin geht. Aber der Torque, der tut halt weh. Ah, 13 Schaden. Und das, obwohl ich so gut gelevelt bin schon. Oh, nur 6 Schaden. Warte. Hey, du hast mir mehr Schaden gemacht, mein Freund. So, machen wir nochmal. Sehr gut. 13 Schaden, das wollte ich doch sehen. So. Klink hat Stufe 4 erreicht. Sein Wert für Leben wurde erhöht. Und Kairis hat Stufe 4 erreicht. Ihr Wert für Leben wurde auch erhöht. Ebenfalls. So, gehen wir erstmal hier runter. Hier ist ein Knopf. Freigeschaltet. Irgendwas passiert. Okay, aber wo? Wir sind in den Encounter gekommen. Ich glaube, das ist... Okay, gut. Die Nachricht geht trotzdem weg. Ich habe jetzt Sorge gehabt, dass die Nachricht bleibt. Das wäre definitiv nicht mein Tun gewesen. Ich wollte das Spiel nicht kaputt machen. Wie schaffe ich es eigentlich immer so häufig, Spiele kaputt zu machen? So, ich habe den Hebel gedrückt. Was haben wir denn hier? Die Karte Skaven. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Sehr gut. Und dann können wir hier einfach hochgehen. Das heißt, der optionale Weg war eigentlich der richtige Weg, damit wir den richtigen Weg gehen können. Hat das Sinn ergeben? Ja, bestimmt. Ich hinterfrage mich selber einfach nicht mehr. Oh. Kairis, du kannst die Dinge auch one-hitten. Du musst jetzt nicht so tun, als könntest du es nicht. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Da, wo irgendwo irgendwas passiert ist. Da ist ein Kristall. Achso, Kristall war ja richtig. Kristall war das, was wir tun sollten. Ich erinnere mich, damit wir Kairis Dorf retten können. Diese Animation von ihr ist so niedlich. Kann ich hier hinten irgendwas holen? Nee. Schaut ein bisschen aus wie eine versteckte Wand. So. Ihr habt den Wächter des Kristalls aufgeweckt. Oh. Entschuldigung. Kefkas Geist. Der hier sieht mächtig aus. Viele Jahrhunderte lang wacht er über den Kristall. Er scheint jedoch von einer bösen Macht verdorben worden zu sein. Vermutlich von derselben bösen Macht, die mein Heimatdorf angegriffen hat. Holen wir uns den Kristall, wir brauchen seine Kraft, um zu kämpfen. Das ist ein guter Plan. Ein Plan, den ich nicht komplett verstehe, aber er ist gut. So, wir machen 16 Schaden. Du bist einfach mal mein Healboard, Kairis. Damit kann ich besser leben. Freigeschaltete Boss-Animation und schon sieht er viel gefährlicher aus. Die Animation ist halt unglaublich gut. Ich finde die richtig gut. Schau dir das mal an mit den, wandelndem Brauch. So, das wäre das Wort, was mir gefehlt hat. Und mit diesen Federn. Ich würde mal sagen, Federn. Achso, er kann Phantomkonter. Ah! Okay, aber du kannst jetzt angreifen. Das heißt, während dem Phantomkonter einfach nicht angreifen und alles ist gut. Ich weiß gar nicht, wie lange hältst du durch? Oder kann ich den Phantomkonter einfach auswarten? Werden wir sehen, falls er nochmal kommt, dann versuchen wir es einfach. Ich meine, so wie es scheint, scheint ja auch der Rest des Kampfes weiterzugehen, selbst wenn wir gerade noch im Menü sind. Das heißt, wir müssen schnell Menü machen. Klingt ein bisschen, als wäre ich ein Chefkoch. Wir müssen das schnell Menü machen. So, du heilst einfach mal. Und jetzt warten wir. Ja, okay, man kann es einfach rauswarten. Sehr gut. Das ist cool. Aber irgendwie so richtig, bedrohlich ist der Boss jetzt nicht, bis auf die 23 Schaden, die er macht. Ich meine, immerhin one-hit der uns nicht. So, heilen wir uns nochmal ein bisschen hoch, damit Kairis nicht vielleicht doch noch irgendwie gewiped wird. 19 Schaden. Ach gut, wir haben den Geist besiegt. 400 Gliss und 20 EP. Klink hat Stufe 5 erreicht, sein Wert für Angriff wurde erhöht. Und Kairis hat Stufe 5 erreicht, der Wert für Verteidigung wurde erhöht. Die Kraft des Kristalls wurde aktiviert. Freigeschaltet 3D-Modus. Ihr erhaltet eine komplette dritte Dimension. Die Kraft des Kristalls ist unglaublich. Jetzt kann ich das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Um an ihn zu gelangen, müssen wir aber die Minoria-Mine durchqueren. Danke für eure Hilfe. Ihr seid mein Held. Hey. Alles doch. Okay, ich gehe mal. Ah, okay, das endet hier einfach so. Da kann ich auch nicht viel tun. So, also wir sind in einem weißen Raum. Mit dem weißen Raum bin ich zufrieden. So, hier ist das Ende unserer Geschichte. Hier beende ich das Let's Play. Kann ich nochmal mit dir reden? Bla bla bla, unglaublich, bla bla bla, Hilfe, Held. Okay.
Dann gehen wir mal hier rein. So. Edeltal. Hallo. Freigeschaltet 16-Bit-Musik. Boah, die Musik entwickelt sich auch weiter? Hell yeah. Oh shit, ich bin One-Hit. Freigeschaltet Herzen. Ihr werdet nicht mehr mit einem Schuss niedergestreckt. Okay, das ist ja... Au. Ach, wir haben sogar direkt 4 Herzen. Also, ne? Warte, das habe ich jetzt unglücklich ausgedrückt. Also, unsere Herzen halten 4 Treffer aus. Ein Stern. Sammelt alle versteckten Sterne in Evoland. Bup, bup. Und hier haben wir nochmal die Karte Zumba. Zomba? Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen, auf jeden Fall. So, wie es sich gehört. So, und dann bop. Dich kaputt machen, dich kaputt machen. Immerhin haben wir jetzt einen Rundumschlag. Das bedeutet, die Viecher sterben schneller. Oder besser. Und, au. Ich muss mich nicht so blöd treffen lassen, wollte ich eigentlich sagen. Aber nee, das mache ich noch immer. So. Ich finde schön, dass wir unsere Polygone auch zählen können. Sehr gut. Ich habe noch immer Sorge, dass hier irgendwas in den Büschen ist. Aber ich... Da ist Böses im Busch. Böses. Aber anscheinend... Nee. Ah, hier schaut's nach Secret aus. Secret? Ich meine, hier ist nicht die gelbe Straße. Also, wir sind nicht mehr Dorothy. Wir sind nicht mehr in Kansas, auf jeden Fall. Also das kann ich bestätigen, wir sind nicht in Kansas. So. Bekomme ich irgendwas dafür, wenn ich hier alle besiege? Da ist eine Truhe. Achso, das war sogar der richtige Weg, wenn ich das so erkenne. Freigeschaltet gepixelte Texturen. Sieht alles der echten Welt schon ähnlicher. Okay, dann gehe ich nochmal zurück. Wenn das hier nicht der optionale Weg war, sondern der gewollte Weg, dann möchte ich hier bitte mal den optionalen Weg nochmal abgehen. Denn hier sind nochmal Büsche. Hier geht's auch lang. Da sind lauter Octoroks. Den Stein kriege ich nicht kaputt. Muss ich aber auch gar nicht. Ich kann nämlich hier dran vorbeigehen. Sehr schön. Was bekommen wir hier? Hier bekommen wir die Karte Pakun. Eine weitere Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Oder eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Wie heißen die Viecher? Ich will sie gerade Octorok nennen, aber ich glaube nicht, dass das der Name ist, ne? Copyright und so. Gut. Hier merke ich gerade, oh, verdammt, hier komme ich nicht entlang. Was soll ich denn tun? Ich gehe mal den Weg, den ich bereits gegangen bin. Na, das war ich nicht. Sehr gut. Habe ich denn... Ach, da ist wieder dieser dämliche Stein. Oh! Freigeschaltete Dimension schnell passiert. War ja schon immer so klein. Ihr seid wieder am Spielbeginn. Oh. Also das Edelteil war das Spiel. Oh, cool. Und dann bist du quasi das Schild? Der Dimensionsstern versperrt den Weg. Versucht es mit dem Phantom aus. Oh. Wo muss ich denn hin, wenn ich wieder hier bin? So, bop, bop. Darf ich? Au. So. Au. Da ist ein Speicherpunkt. Gut. Heilt er mich auch bitte? Lässt er mich heilen? Er heilt mich nicht. Mist. So, an dem Stein kann ich aber nicht vorbei. Muss ich dann... Achso, mit dem Stein kann ich auch nichts. Da ist nur eine Truhe. Ich möchte an die Truhe. Lass mich an die Truhe spielen, bitte. Ach, bitte. Ich könnte auch ein bisschen was... Oder ich würde ein bisschen was geben dafür, dass ich Leben bekomme. So, dann laufen wir einfach den kompletten Weg zurück. Backtracking? Ich meine, Backtracking, hübsch. Hier haben wir nochmal einen Speicherpunkt. Hopp, Spiel gesichert. Kann ich hier hoch? Nee, ich komme nicht an die Truhe. Das ist fies. Kann ich mein Schwert auch wegstecken? Ich glaube, das ist gefährlich, die gesamte Zeit mit dem Schwert herumzulaufen. Au. Es ist ziemlich gefährlich, so rumzulaufen wie ich. Weil ich einfach nichts treffe. Okay, da ist auch nochmal ein Stein, an dem ich nicht vorbeikomme. Dann, wohin muss ich dann? Ach, guck mal, das ist noch... Stimmt, hier war noch ein Dimensionsstein. Den habe ich... Haha, den habe ich sogar angesprochen gehabt. Damals in Folge 1. Was haben wir hier? Ich kann die nur von vorne öffnen. Freigestellte Lebensbonus. Monster werfen jetzt kleine Herzen ab, mit denen ihr euer Leben auffüllen könnt. Sehr gut. Habe ich mich gerade drüber beschwert. Was haben wir hier hinter? Freigestellt Kamerazoom. Ihr seht total cool aus, wenn ihr einen neuen Gegenstand erhaltet. Vielen Dank. Upp. Dich kaputt machen. Das einmal das Gebüschchen kaputt machen. Zack, den hier. Hier kann ich nicht durch. Achso, wenn ich lang genug irgendwo gegenlaufe, fange ich automatisch an zu schieben. Das ist gut zu wissen. Kannst du mir ein Herz droppen? Ich bräuchte das gerade so ein bisschen. Oh, danke. Ah, du droppst mir aber nur ein Viertelherz.
Hier kann ich auch nichts machen, hier kann ich auch nirgendwo durch, ne? Höchstwahrscheinlich war das schon mal eine Kiste, die ich mitgenommen habe. Dann gehen wir weiter zurück. Oder hier lang? Ich weiß nicht, ist das zurück? Kann sehr gut sein, ich habe keine Ahnung mehr. Da ist nochmal eine Kiste, das ist schon mal sehr gut. Mist, jetzt kriegen wir über den Kamerazoom, ne? Und bekommen dafür einen Stern. Alle versteckten Sterne in Evoland. Wie viele haben wir denn eigentlich schon? 7 von 3. Das heißt, wir sind so circa ein Drittel durch. Oh. Dann ist das kein langes Projekt auf jeden Fall. So, Herz. Sehr gut. Und noch eine Kiste. Freigeschaltet HD-Texturen. Feinkörnigere Anzeigen. Dafür braucht ihr eine gute Grafikkarte. Ich würde sie nicht zwingend als gut bezeichnen, aber es ist eine Grafikkarte. So, au. Au. Greif an, bitte, danke. Und hier bekommen wir noch einen Stern. Okay. Das heißt, wir kommen immer näher zu dem ein Drittel des Spiels. Ich gehe mal davon aus, dass an dem... wir haben Kairos nochmal bei uns. Die Noria-Mine liegt im Süden von hier. Wenn wir es schaffen, sie zu durchqueren, erreichen wir mein Heimatdorf. Das geht mir so ein bisschen auf die Stimme. Ich hoffe, ihr geht es allen gut. Beeilt euch bitte, mein Held. Hab schon lange nicht mehr eine hohe Stimme synchronisiert. Achso, und jetzt Richtung Süden. Richtung Norden geht's auch gar nicht. Da haben wir nochmal eine Kiste. Freigeschaltet dreidimensionale Welt. Die Welt ist nicht mehr... sagt das den Leuten in 2017 und 2018 bitte. Okay, das hier ist dann höchstwahrscheinlich Noria-Mine. Die Minen von Noria. Oh, das ist... Die schauen ein bisschen aus wie Kairos. Kann ich hier irgendwo speichern, bitte? Freigeschaltet Mine geöffnet. Jetzt könnt ihr die Noria-Mine erforschen. Okay, ich glaube, hier gibt es unsichtbare Wände. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, woran man sie erkennen könnte. Ich würde aber wirklich, wirklich gerne den Speicherpunkt haben. Gut, da komme ich nicht durch. Hier ist noch meine Fledermaus. Komm mal ran hier, junger Geselle. Kann ich die Herzen aufsammeln mit dem Schwert? Nee. Ah, das ist schade. Die Tür ist anscheinend verschlossen. Wir müssen einen Weg finden, um sie zu öffnen. Ich zähle auf euch. Dafür solltest du lieber einen Taschenrechner benutzen. So, zerbrechliche Töpfe zertrümmern wie etwas hübsche Keramik. Ah, ich glaube, hier gibt es ein Achievement dafür. Es gibt, meine ich, 20 Töpfe hier drin. Und wenn man alle zerbricht, dann, bekommt man ein Achievement, ja. So, das heißt, wir nehmen den Topf mit, komme ich hier durch. Anscheinend will man mir sagen, dass es hier lang gefährlich wird. Kann ich das kaputt machen? Nee, ich kann da nur mitsprechen. Das klang komisch. Sprechen wir einfach nur damit. So, kann ich hier irgendwie durch eine geheime Wand, dass ich an die Kiste komme? Nee. Schade. Ich bin halt fest davon überzeugt, dass hier geheime Wände sein werden. Oh, der Hit war gut. Freigeschaltet Druckplatten ist wohl nicht gerade Fort Knox. So, Druckplatte 1 gedrückt. Muss ich dafür irgendwie schnell genug sein? Nee, ne? Einfach nur drauf gehen. Jo. Und damit haben wir die Tür freigeschaltet. Freigeschaltet Türmechanismus. Man fragt sich, warum sie überhaupt Türen haben. So, irgendwo gibt es hier doch bestimmt eine Wand, durch die ich gehen kann. Machen sie vielleicht Geräusche, wenn ich gegenhaue? Ach, So, freigestellt roter Zauberer. Seine Fähigkeit, eure Kleidung schnell zu trocknen, wird euch gefallen. Ich habe ihn nicht getroffen, ne? Ich habe ihn wieder nicht getroffen. Ich bin schlecht im Treffen. Au! Achso, wenn ich 2 Tasten auf einmal drücke, dann, kann ich nicht angreifen. Will mir das Spiel gerade sagen. Habe ich ihn da festgebackt? Nein. So, komm mal ran hier. Lass mich dich bitte töten. Du machst mich gerade voll fertig. Du machst mich gerade voll nass. Das missfällt mir. So, habe ich dich erwischt. Okay. Durch die Tür komme ich... Oder durch dadurch komme ich nicht. Da komme ich auch nicht entlang. Da ist nur meine Kiste. Freigeschaltet Fallenraum. Hoppla, vielleicht hätte ich hier nicht hereinkommen sollen. So, mit den Fledermäusen komme ich so langsam klar. Die roten Magier machen mich aber fertig. So, und dafür bekommen wir noch mal eine Kiste. Sehr gut. Ah! Nein! Okay, du bist auf der anderen Seite gespawnt. Da kannst du mich mal. Da bekommen wir einen Schlüssel. Ratet mal, wofür. Ich würde mal davon ausgehen, eine Tür. Vermutlich die Tür hier. Ich finde die Tür auch hübsch designt.
So, dann Sesam, öffne dich. Freigeschaltet Skelett. Er braucht bloß mal eine Umarmung. So, also einfach draufhauen. Also Enter-Taste zeigen, dass wir es drauf haben. Hab ihn. So, gut. Böser Bube, komm ich hier durch? Nee. Achso, dafür bräuchte ich quasi eine Bombe, um die Wand da kaputt zu sprengen oder sowas. Ich gehe mal davon aus, dass es Bomben gibt. Hier komme ich auch nicht durch, ne? Nee. Da muss ich irgendwas tun. Irgendwas muss ich tun. Ich sehe etwas im Wasser. In der Nähe muss es noch einen Mechanismus geben. Davon ging ich aus, meine Liebe. Oh, guck mal. Ah, ich habe gehofft, dass ich dich in einer Rotation besiegen kann. Aber nee. Freigeschaltet. Irgendwo ist irgendwas passiert. Schon wieder. Dann möchte ich mal ganz kurz... Okay, ja. Hier ist nochmal eine Truhe. Das habe ich im Kopf gehalten. So, freigeschaltet ein Stern. Er sammelt alle versteckten Sterne in Evoland. Sonst ein Dings gab es hier nicht, ne? Andernfalls schaut nicht so aus. Oder warte, habe ich hier den Weg freigeschalten auch schon? Nee. Gut, dann sehen wir uns gleich da oben wieder. Und da sind wir auch schon wieder. Dann gehen wir mal den Weg hier entlang. Schauen uns diese Truhe an. Freigeschaltet Labyrinth. Tipp, läuft immer nach links. Oder war es rechts? Ich glaube, das ist sogar im Labyrinth selber egal, in welche Richtung man sich immer hält. Solange man sich halt an eine Richtung hält. Aber ich bin nicht gut im Labyrinthen lösen. So, da haben wir nochmal eine Kiste. Hallo. Scheint wichtig zu sein. Was bekommen wir daraus? Ein Schlüssel. Mal wieder. Ich weiß aber nicht, wo für welche Tür. Schauen wir mal hier. Und au. Ah. So, hier haben wir nochmal eine Truhe. Und dieses Mal kriegen wir einen Stern. Ihr habt 10 versteckte Sterne gefunden. Und dafür ein Achievement bekommen. So, hier kann ich durch keine Wand durch, ne? Hier auch nicht. Nope. Dann gehen wir mal wieder ein bisschen zurück. Und hier links entlang. In der Hoffnung, nochmal eine Truhe zu finden. Dass ich die Herzen nicht mehr im Schwert aufsammeln kann, ist gemein. So, ist hier denn noch was? Nee, von hier kommen wir. Schade, ich habe ein bisschen darauf gehofft, aber gut. Ich finde die Texturen alle hübsch. Also das Spiel im Allgemeinen ist sehr, sehr hübsch. Das... So, papp. Und... komm ran hier. Komm ran hier, um wegzugehen. Dann kriegen wir die Tür geöffnet. Die Wände ändern sich. Ah, Skelett. So. Ich habe da meine gute Taktik, wie ich mich mit gegen Skelette... Ah, der macht Schaden. Verteidigen kann. Ich hätte gerne einen Speicherpunkt. Oder eine... Oh, Möglichkeit, mich zu heilen. Bitte. Kann ich Tränke benutzen? Muss ich mal gleich im Inventar schauen. So, und dann jetzt einmal hier. Ne, ich muss nämlich selber auch ein bisschen zurückfliegen, andernfalls kriege ich das Skelett nicht. Nein, ich kann meine Tränke nicht nutzen. Das ist unglücklich. Kann ich ein paar Herzen bekommen? Ich bin schlecht in JRPGs. So, da haben wir schon mal ein Herz. Freigeschaltet verschiebbarer Klotz. Sieht schwer aus. Passt auf euren Rücken auf. So, okay, wir haben eine Schiebeanimation. Da lag ich richtig und haben damit hier die Tür geöffnet. Es schaut aus, als würde es da rechts weitergehen. Ich muss mal das Design der Fledermaus anmerken. Ich finde es großartig. So, hier haben wir also nochmal einen Raum mit vielen, vielen Fledermäusen. Au. Gut, einen Schaden bekommen. Schieben wir den Klotz mal darauf. Und ja, da gab es auch noch einen Klotz. Ein Klotz. Gut, kriegen wir damit die Tür auf? Richtig. Yay, wir haben ein Schieberätsel gelöst. Das war schwer, du. Der Raum ist groß, das missfällt mir. Du bist eine Vase. Du bist für ein Achievement wichtig. Gut, komme ich hier irgendwo durch? Ich achte mal so ein bisschen drauf, ob hier vielleicht eine der Wände anders ausschaut. Hier scheint nicht zu sein. Ich hoffe mal wirklich, dass ich einfach durch die Wand durchgehen würde. Wenn ich mich so schräg an ihr vorbei zwänge. Gut, aber das scheint nicht zu sein. Oh, großer Raum. Es ist ein Fallenraum. Oh Gott. Habt Gnade. Habt Gnade mit mir.
So. Au, 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 au. Weichet, ihr Monster, ihr elenden Untoten. Warum drei Skelette? Ich will doch auch nicht sterben, bitte. Ich konnte nicht speichern. Okay, freigeschaltet, nervtötendes Geräusch. Wenn eure Lebensenergie... Was? Sorgt das Spiel, dass ihr das jetzt merkt. Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht wieder da bin. Weil ich halt keinen Speicher... Das fand ich gemein, dass ich da keinen Speicher... Ich bin also wieder komplett am Anfang des Dungeons. Okay. Vielleicht habe ich es auch einfach nur übersehen, dass ich hier keinen Speicherpunkt habe. Ich habe noch 10 Sterne. Heißt das, es wurde alles zwischengespeichert? Scheint so. Bis auf die Gegner. Die scheinen respawned zu sein. Gut. Dann würde ich einfach den Weg zurück, beziehungsweise wieder dahin antreten wollen. Ne? Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Da sind wir wieder am Fallenraum und haben wieder die drei Skelette vor uns. Ey! So. Immerhin habe ich jetzt nur... Oh Gott, das ist ja schlimmer als bei Pac-Man. Einmal ein bisschen hierhin ausweichen. Warum seid ihr auch genauso? Das ist nicht fair. Ich hätte dich eigentlich treffen dürfen müssen sollen. Ich wünschte, ich hätte eine bessere Alternative, euch zu besiegen. So. Und gut, habe ich dich und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis ich dich jetzt auch besiegt habe. Könntest du auf mich reagieren? Reagier nicht auf mich. So. Und ich glaube, du bist noch ein One-Hit. Ja. Sehr gut, haben wir das geschafft. Bekomme ich jetzt einen Speicherpunkt? Bitte. Bitte. Was ist hier? Hier komme ich nirgendwo durch. Okay. Das sah ein bisschen so aus danach. Freigeschaltet HD-Interface. Erlebt wohl reizende Pixel. Willkommen, Anti-Aliasing. So. Im letzten Raum gab es jede Menge Monster. Ich hoffe, ihr seid nicht schwer verletzt. Leider bin ich beim Kämpfen keine große Hilfe. Ja, das ist wahr. Lasst mich zumindest eure Wunden heilen. Bitte, Dankeschön. Das hätte ich davor gebrauchen können, bevor ich nochmal durch den ganzen Dungeon hätte gehen müssen. So. Freigeschaltet Loch. Ein toller Ort, um unsichtbare Monster loszuwerden. Was? Unsichtbare? Ich gehe mal davon aus, dass sie damit unbesiegbar meinen. So. Weil den können wir nicht töten. Aber wir können ihn da runterwerfen und dann ist er auch Matsche. So, komme ich hier irgendwie in der Wand? Guck mal, da ist ein... Da ist ein Schalter. Wie komme ich da ran? Erkenne ich das irgendwie an der Wand? Das ist voll gemein. Ich mag unsichtbare Wände nicht. So, oder so Trickwände. Das ist definitiv nicht meins. So, was haben wir denn hier? Freigeschaltet links oder rechts? Eins von beiden ist eine gefährliche Wahl. Wir gehen mal rechts. Gewinner gehen nach rechts. Oh Gott. Gewinner müssen anscheinend auch kämpfen. So. Kannst du deinem Kollegen bitte sagen, dass wir hier einen Zweikampf führen? So. Ich bin in dich gelaufen. Kairis, ich könnte nochmal so einen Heilzauber von dir gebrauchen. So, habe ich dich erwischt? Dann gehen wir mal auf den linken Schalter. Und kriegen das damit los. Wie komme ich... Achso, ich müsste jetzt höchstwahrscheinlich irgendwie auf den Schalter kommen, damit ich da an Dingens darf. Ne? An Dingens und Bummens. Freigeschaltet Wirbelwind. Ein sanfter Wind wird euch zur nächsten Falle führen. Ah, okay. Dann müssen wir hier einfach nur drei abwarten. So, sehr gut. Komme ich hier rein? Zwei, drei. Komme ich hier rein? Nein. Drei. Warten wir nochmal eine Rotation ab. So, drei. So, hier, ich komme hier nirgendwo durch, ne? Kann ich jetzt bitte einen Speicherpunkt haben? Das geht ja schon... Was bekomme ich hier? Freigeschaltet Lichträtsel. Echte Abenteurer müssen stark und schlau sein. Ich bin weder stark noch schlau. Ich bin... Au! Ich wünschte, ich wäre schlau. Was ich bin, ist... ein mieser Kämpfer. So, habe ich dich erwischt? Habe ich dich getötet? Und wo ist dein Kollege? Darf ich... Okay, du bist jetzt hinter der Wand gespawnt. Bleibst du hinter der Wand? Nein, tust du natürlich nicht. Hey, ich hab Enter gedrückt und da bin ich nicht ausgewichen. Das akzeptiere ich. So, und...
Wo bist du? Ach, du bist wieder hinter einer Wand gewesen. Manchmal ist es ziemlich... Er spawnt halt immer entweder hier oder hinter der Wand. So, habe ich dich erwischt. Irgendwie scheint mir das hier alles ein bisschen zu groß und zu weiträumig zu sein, als dass ich hier nicht irgendwie hinter kann. Ich werde paranoid wegen diesen dämlichen Wänden, nicht? Gut, dann lösen wir mal das Rätsel hier. Und ich habe es schon falsch gemacht, glaube ich. Ups. So, warte. Was muss ich... Achso, so schwer ist es gar nicht. Wenn man sich halbwegs klug anstellt. So, bap, bap, bap. Yay, Rätsel gelöst. Yay, Tür zur nächsten Todesfalle. Kann ich dich verschieben? Nein. Die Statue darf ich nicht verschieben von der Dame, die Ähnlichkeit mit Kairis hat. So. Ich weiß halt nicht, woran man durchgehbare Wände erkennen soll. Einen Schlüssel habe ich nicht, ne? Nein. Gut, hier sind Stacheln, das ist gemein. Oh, es gibt hier auch noch Wirbelwind. Au, das... Ich bin ausgewichen. Das ist nicht fair, ich weiche den Dingern voll aus. Was? Das habe ich auch nicht berührt. Wir bekommen einen Schlüssel, ratet mal wofür. Für meinen Untergang gehe ich mal von aus. So. Dann müssen wir aufpassen, denn diese Wirbelwinde haben eine Hitbox von einem Tornado. So, dann öffnen wir die Tür. Wir haben endlich einen Speicherpunkt. Okay. So, zack. Freigeschaltet Lava. Die hier verwandelt sich in kein Obsidian. Ich schau nochmal hier ganz kurz. Nee, hier, ich komme hier nirgendwo durch. Ne, das schaut auch alles so aus. Aber okay, gut. Okay, gut. Die Folge ist jetzt ein bisschen länger. Wobei, das geht eigentlich voll klar. Und ich würde sie beenden wollen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Evil Land. Bis dahin und tschö, tschö.